Gestatten Christoph Hafer, 23 Jahre alt und Bobfahrer. Seine Geschichte, wie er zu so einer außergewöhnlichen Sportart gekommen ist, lassen wir ihn selbst erzählen. Es war bei mir durchs Rodeln ist es gekommen. Also ich komme ursprünglich aus Rosenheimer Gegend, aus Bad Feinbach. Da haben sie einfach mal vom Verein aus, vom Rodelverein, in der dritten Klasse war das, ein Schnuppertraining gemacht. Wer möchte mitmachen? Ja, ich habe mich angemeldet mit ein paar Spätzl, dann sind wir da mal in Königssee runtergefahren. Ja, hat Gaudi gemacht. Dann beim Heimfahren haben sie im Bus einfach gefragt, ja, wie schaut's aus? Wer nur mehr Lust hat, kann gerne dazugehen. Dann habe ich mich mit einer Freundin einfach angemeldet. Haben wir dabei geblieben. Genau, dann ist die Rodelkarriere, hat dann mehr oder weniger zum Starten begonnen. Und dann bin ich aufs Doppifahren umgestiegen. Da hat dann leider mein Untermann aufgehört. Das war dann im Winter 2008, 2009. Und 2009, 2010 war dann der Umstieg zum Bob eben, da es beim Rodeln nicht mehr so gut ausgehört hat. Aber habe eh schon immer mit einem Auge aufs Bobfahren geschielt, kann man so sagen. Und deswegen habe ich das auch nicht bereit, dass ich dann umgestiegen bin in dem Winter. Ja, ich habe Christoph eigentlich gleich übernommen, wo ich angefangen habe als Landestrainer. War einer von den Nachwuchsleuten, die was da dabei waren bei uns. Und ja, er hat sich jetzt so peu à peu immer mehr gesteigert. Hat natürlich durch seine Vorkarriere, sage ich mal, im Rodelsport wirklich gute Voraussetzungen, dass er im Bobsport eigentlich die Bahnen sich gut erarbeiten kann, was er auch bewiesen hat. Wir haben jetzt seit 2 Jahren gut miteinander gearbeitet und hat letztes Jahr ein sehr erfolgreiches Jahr gehabt mit seinem Juniorenweltmeistertitel. Hat dann auch bei der großen WM starten dürfen, was für so einen jungen Piloten natürlich sensationell ist. Da kann ich aus eigener Erfahrung auch noch mitreden. Ja, und jetzt arbeiten wir halt darauf hin. Ja, seit letztem Jahr ist er bei der Landespolizei in der Sportförderung, was für Christoph natürlich eine super Sache ist, weil er da einfach profimäßig trainieren kann. Er kann einfach seinen Sport so betreiben, wie es nötig ist, um noch ganz oben zu kommen. Ja, und er steigert sich ja ganz gut. Er macht sich gut im Athletikbereich. Sieht schon gut aus mit ihm. Angst vor der ersten Fuhre hatte er im Gegensatz zu den meisten seiner Schulfreunde aber nicht. Ja, also bei den Spätzl war es mehr oder weniger schon so, bei mir nicht ganz. Also man hat sich dann einen Schlitten genommen unten, hat dann einen Kreisel reintragen dürfen. Und war dann einfach nur der Trainer und gesagt, gut, sagt es mir auf, ob es passt. Haben wir gesagt, ja, passt. Und mehr oder weniger hat sich dann einfach der Trainer hinten hingestellt und hat dann einen Schubs gegeben. Also da hat man dann gar nicht rauskommen. Aber die ersten paar Meter, wie man gefahren ist, also war bei mir so, habe gesagt, jawohl, geil, das ist was. Und deswegen bin ich ja dabei geblieben. Und das fasziniert ihn noch heute. Auf alle Fälle, ja. Also dann der Umstieg ging auch zum Bobfahren. Sagen wir, da war ich, ja, kann man sagen, ich habe es mir genauso vorgestellt, wie es dann gekommen ist, wo ich die erste Fahrt hinten mitgemacht habe als Anschieber. Das war dann genauso. Und dann habe ich gesagt, ja, finde ich eigentlich nur geiler. Deswegen bleiben wir da auf alle Fälle dabei. Und dann die ersten Fahrten als Pilot waren dann auch nochmal eine kleine Überwindung, weil man weiß dann doch nicht, wie der Schlitten reagiert. Doch ein bisschen was anderes wie beim Bobfahren, aber hat dann sehr gut geklappt. Deswegen werde ich das auch weiterhin machen. Nachdem Christoph im vergangenen Winter die Junioren-WM zum ersten Mal fahren und auch gleich gewinnen konnte, durfte er durch eine Wildcard mit seinem Team ein bisschen Weltcup-Luft schnuppern. Selbstverständlich ist so ein Erfolg trotz regelmäßiger deutscher Medaillengewinne allerdings nicht. Ja, schön war es schon, wenn es so war. Nein, also man muss wirklich sagen, wie jeder, der was mit Sport zum Tor hat, weiß das auch, dass so ein Weltmeistertitel mit Sicherheit nichts Selbstverständliches nicht ist. Und selbst so wie es beim Christoph dieses Jahr war, der heuer eine gigantische Saison hinter sich gehabt hat, der was zum ersten Mal in der Europacup-Serie dabei war, hat die ganzen Europacups gefahren, dann die Juniorenweltmeisterschaft in Altenberg, was wirklich auch gute Konkurrenz gehabt hat, mit Salette mitgefahren, der im Weltcup auch schon dabei war. Und es war natürlich ein irrsinnig spannendes Rennen. Es war für mich als Trainer, ist das immer schon sehr schwer, muss ich sagen. Also ich bin als ehemaliger Aktiver, als ehemaliger Pilot, hat man das selber in der Hand. Als Trainer steht man daneben, man kann nur Tipps geben, man klopft die Jungs auf die Schulter und hofft, dass sie es machen. Und man kann einfach nicht viel eingreifen. Hafers nächstes Ziel ist das eines jeden Sportlers. Ich sage mal, es ist nicht weit weg. Es ist wirklich immer vor Anfang vom Winter haben die Selektionen und da mischen sie eigentlich alle Karten. Also keiner hat eine Gesetzkarte vom Winter im Vorhinein, sondern man muss wirklich eben dann zu den Selektionen, die was Mitte Oktober haben, wenn man da fit ist und dann da unter die Top 3 ist, dann werden wir auch zur Olympia fahren. Und die Möglichkeiten sind definitiv da. Nein, das kann man immer schwer sagen. Also natürlich muss man sagen, von den Voraussetzungen her kann man sowas schon schaffen, aber das ist immer, ich sage jetzt mal, Olympia, das ist natürlich das Top, also das ist das Allerhöchste, da möchte jeder hin. Das ist natürlich ein ganz anderer Kampf, wie es jetzt in dem Juniorenbereich auch noch ist. Muss man schauen, wie das sich entwickelt. Wie vorher schon gesagt habe, er ist noch jung. Man muss schauen, was geht. Er macht jetzt halt wirklich gute Fortschritte. Man merkt das wirklich schon jetzt im Monat, dass er sich wieder ein bisschen steigert. Auch vom Menschlichen her, vom Ganzen, was die Teamführung zum Tor hat, von dem Ganzen drumherum. Lassen wir uns mal überraschen. Wir werden mit Sicherheit noch einiges von dem hören.
Wir drücken Christoph auf alle Fälle die Daumen, dass er diese Möglichkeiten nutzen und bei Olympia für Bayern und Deutschland auf Medaillenjagd gehen kann.